Und wir laufen so richtig rein. Ich muss nochmal in Jens die Schrotflinte einfach. Drei. Bist du zu gehen. Zu gehen. Und los. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich bin krank, Leute. Ich bin extrem krank. Ich bin eigentlich arbeitsunfähig. Deswegen habe ich mir jetzt andere Leute geholt, die mitarbeiten. Und ich was arbeiten wir heute? Wir werden heute einen wunderschönen, glasklaren Wiesenbach fischen, der sehr viele Fischarten beinhaltet. Wir waren hier tatsächlich vor ein paar Tagen Probefischen und haben uns gedacht, das ist ein guter Spot, um ein YouTube-Video zu drehen. Und zwar drehen wir heute eine Fischarten-Challenge mit Fliegenrute und später tatsächlich vielleicht auch mit Spinnrute. Das wissen wir noch nicht ganz, aber wir schauen einfach mal, was der Tag so hergibt. Warum drehen wir das hier? Wir dachten eigentlich ganz normaler, stinknormaler Forellenbach. Dann haben wir auf einmal einen 35er Barsch gefangen. Dann haben wir auf einmal einen riesen Aaland gefangen. Dann haben wir auf einmal eine Brasse gefangen. Dann haben wir auf einmal einen Hecht abgerissen. Dann haben wir auf einmal Eschen gefangen. Also es ist echt ein Wunder, was hier alles drin ist. Saibling ja auch. Saibling. Saibling, Huchen gibt es hier auch drin. Also Barbe wurde auch schon gesehen. Also es könnte echt spannend werden. Normalfischarten-Challenge macht man ja mit Wurm am See. Wir machen es jetzt einfach mal mit Fliegenrute am Bach und gucken, was passiert. So wird's gemacht. Alles klar. Auf los geht's los. Das ist trüb. Trüb, es liegt im Auge des Betrachters. Naja. Zum letzten Mal ist es eingetrübt, aber es ist definitiv noch nicht trüb. Man sieht noch Kraut, man sieht noch... Also ich kann meine Route, die ist nicht mal lang genug, aber ich kann keine... Auf den Boden absinken. Ich kann keine 20 Sekunden, 20 Zentimeter ins Wasser gucken. Und trüb ist es nicht. Also du sagst, ja, wir sollten... es ist eingetrübt, aber gerade für Streamerfresser ist es jetzt nicht so problematisch. Du sagst, wir sollten ihm ein Go geben? Eigentlich schon. Okay. Wobei wir jetzt natürlich auch gerade an der Strecke sind, wo wir keine Ahnung haben, ob man schnell mal eben einen Fisch fängt. Deshalb ist es eigentlich auch wieder kontraproduktiv. So, und du willst da oben lang latschen, oder was? Ich würde einfach hier unten lang gehen. Ja, würde ich auch machen. Ja. Das andere ist ja dumm sonst. Also, ich habe uns jetzt mal klar, ich habe ganz kurz überlegt, zu was für einen Entschluss ich komme. Und mein Entschluss ist, Max, kannst du kein Handy geben? Der kann nicht navigieren. Der kann nicht navigieren. Der kann das einfach nicht. Sag dann, ich habe euch doch gesagt, wir gehen falsch, nachdem wir schon 5 Kilometer gelaufen sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist true. Verstanden. So Max, welchen Fisch würdest du denn heute in der Challenge am liebsten fangen? Ich hätte tatsächlich ziemlich Lust auf einen Saibling. Willi und Felix haben letztes Mal echt einen wunderschönen Saibling gefangen, beide. So über 45 cm, das ist schon richtig groß für einen Saibling. Ich habe ziemlich Lust drauf, muss ich sagen. Wir wissen gar nicht, ob die hier natürlich sind oder eingesetzt wurden. Hatten auf jeden Fall geile Flossen, richtig geile Farben. Also Saibling kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich hätte einfach sehr gerne, ich liebe einfach große Bachforellen. So eine 60er Barfo wäre mein absoluter Traum. 60er Barfo. Wilhelm? Ja? Was willst du fangen? Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich will einfach nur, dass Max kein Saibling fängt. Also... ich muss jetzt auch kein Saibling fangen, um happy zu sein. Ich nehme natürlich auch eine 70er Bachforelle, das ist auch gar kein Problem. Er meinte einfach, auch allein um das Erlebnis mit mir angeln zu gehen, reicht ihm schon. Er muss gar nichts fangen. Mhm. Besonders bei den teuren Tageskarten macht das richtig viel Spaß, mit Polygon angeln zu gehen. Besonders, wenn man dann noch ein YouTube-Video dreht, weil da angelt man immer so richtig viel dabei. Digga, wir sind extra um 5.20 Uhr aufgestanden, ja, damit du genug angeln kannst, du süchtiger Mensch. Ja, das ist schon wieder 9.26 Uhr, ich habe noch keinen einzigen Wurf gemacht. Alter. Deine Mutter hat dich früher auch dreimal hochgeworfen und keinmal aufgefangen. Der Willi kritisiert über meinen Gang. Der versteht aber nicht, dass meine Wartschuhe einfach seit 10 Tagen nass sind, 15 Kilo wegen Schlamm dran haben und ich krank bin und einfach es nicht schafft, jedes Mal meine Füße komplett hochzuheben. Ich werde also aufgrund meiner körperlichen Lage hier komplett mal wieder. Ich habe eine ganz andere Hypothese. Colin hat sich mal wieder einfach Wartschuhe mit Filz gekauft. Der stellt aber bei uns fest, wie viel geiler Gummi ist. Jetzt will er einfach Filz schnell ablatschen, damit er schnell an die Gummisohle kommt. Was? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, den kannst du aber auch nicht verstehen. So, wir wollten mal wieder zum Bach. Wir sind gerade komplett durch die Pampa gelaufen. Sind jetzt auch komplett in der Pampa. Das ist eigentlich ein Dorfbach. So Max, wie sieht's aus? Also ich habe mal gelernt, im Herbst... deutlich klarer als da eben. Ich habe gelernt, im Herbst sollte man in der Stadt fischen, weil die Fische vor allen Dingen Richtung Winter in die Häuser ziehen. In die Häuser ziehen? Ja. Nee, aber Stadt ist halt einfach wärmer und mehr Nahrung. Aber wir können es ja auch gerne mal probieren. Petri. Gärtnere. Ich hab ein neues Hobby entdeckt. Max hat renaturiert. Ja, genau. Leute, hier dieser Wiesenbereich, der ist anstrengend zu fischen. Der ist sehr astig. Aber der Spinnrute deutlich einfacher. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen an bessere Spots. Ein bisschen laufen. Wandertag. Da ist er!
Alter! Ach du Scheiße! Der hat sich richtig reingehängt. Also die Stockfische scheinen zu beißen. Der hat richtig getockt, hat man gesehen. Boah, der hat richtig im Stock geklingelt. Ist alles voll. Ich bin kein Fliegenfutter. Bin ich nicht. Seid ihr ehrlich. Nein. Ich habe gerade eben noch zu Colin gesagt, wenn ich hier einen Fisch drauf bekomme, das sind 35 Euro, einen Fisch zu fangen, wäre auch schwierig. Alter, da war eine richtig große Forelle gerade. Ey, du hast eine Fuffi drauf. Die war wirklich 55. Die war richtig groß. Ich habe so gar nicht mit gerechnet gerade. Wir hätten schon Fischart Nummer 1 haben können. Wir sind noch auf der Wiesenstrecke. Willi, ja, du hast gerufen von weit weg. Da ist die erste wirklich sehr schöne Bachforelle. Wow. Die hat da krasse Farbe. Die ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ja. Geil. Geht schon in Tigerforellen-Style über, wa? Ja. Auf jeden Fall. Hier auch so einen kleinen Streamer da. Cool. Da ist sie. Die schöne. Wow. Das ist echt schön. Wahnsinnig schöner Fisch. Das war eine Forelle, wa? So, Colin meint, er hätte eine entdeckt. Dann, Colin, ich stelle mich mal hinter dich, dass du werfen kannst. Da unten steht Max. Okay, das hat ziemlich ignoriert. Ja, nein! Ah, da war sie drauf. Kriegen wir die nochmal wahrscheinlich nicht, oder? Denk nicht. Ich hab das gesehen, Leute. Aber man konnte es, glaube ich, gut sehen. Wisst ihr, was das Coole ist? Nehmen wir mal den Fisch. Das ist ja alles voll hier. Dann nehmen wir den Fisch. Alter, siehst du das? Hier steht wirklich in jedem Loch ein Fisch. Ja. Halt nicht in den Bäumen. Dann wirft nicht in die Bäume, Falle. So, Leute. Ich habe jetzt auch mal einen Fisch. Ist leider kein neuer Fischart. Aber ich muss sagen, ich bin gerade gar nicht so traurig, trotzdem. Ich habe gerade so viele Fische beim Biss verkackt. Ich habe eine sehr weiche Rute, die heißt auch, ist auch extra für Maiklingzeit gemacht. Damit so große Streamer zu fischen, ist halt extrem schwierig beim Anhieb mit so einer weichen Rute und auch im Wurf diese schweren Streamer. Aber jetzt endlich auf eine nahe Entfernung ging es. Guckt euch mal, hat es richtig inhaliert. Richtig geile Barfo. Huiuiui, das war jetzt mal richtig Arbeit, ey. Also keine neue Fischart, aber unfassbar schön die Fische hier und richtig groß, ey. Krass. Richtig krass. Also, wir können... Oh, dieses Husten, ey, Leute. Tut mir leid, das hört ihr heute ein bisschen öfters. Bin echt noch ein bisschen angeschlagen. Ich wollte sagen, wir können uns nicht beschweren. Zwei schöne Bachforellen jetzt schon gefangen. Echt, die von dir und Willi waren echt super. Aber wir wollten ja Fischarten-Challenge. Ich habe auch schon eine zweite Fischart gesehen, sogar eine dritte. Ich habe schon einen kleinen Hecht und eine kleine Esche gesehen. Den Hecht habe ich überhaupt nicht angefischt, der war winzig. Die Esche war schön, die hatte schon so Mitte 30. Aber leider nicht bekommen, war wahrscheinlich schon gespookt und deswegen probieren wir es jetzt mal weiter auf neue Fischarten. Ich muss aber auch sagen, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo hier alle, also wo es hier so langsam fließend ist und auch die Friedfische stehen, sondern hier ist schon eher noch sehr forellig. Muss man sagen, ist cool an den Jacken. Haben wir mal einen Brillenputzzug dabei. Willi hat eine Esche gespottet. Aber wer hat die Streamer-Route jetzt ganz kurz weggepackt? Einfach nur einen Meter vor dir. Ja. 50 cm. Vor der Rutenspitze? Ja. Okay, das ist jetzt nicht so weit. Ja, mach mal. Hat geguckt. So, wir haben eine Esche gespottet. Das wäre die zweite Fischart. Max, hol sie dir. Komm. Ja, an. Jawoll. Zum Glück sind wir an diesen Spot gegangen. Ich hab's euch doch gesagt.
Ihr müsst dazu wissen, wir haben gerade eine kurze Diskussion geführt, ob wir hier lang gehen oder nicht, weil Colin meint, wir fangen wie nur Bachforellen. Nein, noch hat sie nicht gelandet, Max. Okay. Ich strenge mich ganz kurz an. Ja! Fischart Nummer 2. Und das heißt, Hartz Fishing verlost euch schon mal zwei Sport. Nein, Spaß. So, zeig mal her, Fischart Nummer 2. Auch ein sehr typischer Fisch für den Forellenbach. Die Esche. Wir sind ja hier auch eher Eschen- und Barmregion, wenn ihr es euch anguckt. Also noch nichts Untypisches. Da ist sie. Diese zwei Fischarten fangen wir generell oft. Eine kleine Esche. Esche haut ab. Aber hier soll es auch Fischarten geben, die untypisch sind für den Bach. So, ich habe jetzt hier gerade so einen langsam fließenden, sehr schlammigen Untergrundbereich abgefischt. Auch wieder mit Streamer. Dachte, vielleicht kommt hier der Saibling oder die Ringbogenforelle als neue Fischarten. Natürlich auch ein paar Bachforellen wieder. Kam aber leider gar nichts, nicht mal ein Biss. Deswegen werde ich jetzt mal Territorium wechseln. Und mal gucken, ob oben, da kommt so ein Leer, ob da was geht. Bei den anderen nur gerade, glaube ich, auch nicht so viel. Also das scheint einfach nicht die produktivste Strecke jetzt zu sein. Genau da, wo Colin gerade hingefilmt hat, habe ich das letzte Mal eine schöne Regenbogenforelle gefangen, eine 45er. Vielleicht steht sie da noch. Wer weiß. Wäre die nächste Fischart. Das wäre die dritte. Vielleicht steht da auch eine Saibling. Auch nur bei Salmoniden, aber ja, mal gucken. Genau. So, Leute. Leider keine Rainy, aber eine gute Barfuhr. Eine sehr gute. Okay. Aufsicht gesehen. Sehen. Streamer wirklich über die Oberfläche. Bam! Richtiger Moment angehauen. War super geil. Nice. Hey Leute, normale Fischart-Challenge ein bisschen anders. Wir sollten sehr einfühlen. Aber man muss auch sagen, hier ist noch der schnelle Bereich. Oben ist dann langsam fließend. Da oben viel mehr Zipfelin, Barben, Karpfen, alles Mögliche. Hier halt mehr Forellen. Man muss sagen, bei der Durchschnittgröße beschwert man sich auch eher weniger. Echt krass. Groß die Durchschnittsgröße an diesem Gewässer ist, ey. Hammergeiler Fisch, ey. Super schön. Okay, sehr geile Barfuhr, aber bringt uns nichts für die Fischarten-Challenge. Max probiert jetzt an dem Bär noch die fette Rainy oder den Saibling zu fangen. Rainy wissen wir, dass es hier gibt, Saibling vermuten wir. Fischart Nummer 3, wenn ich sie nicht verkacke, haben wir Max Hund ausgeliehen. Wir haben jetzt hier alle relativ viel Streamer gefischt. Ich dachte, wir nehmen mal was anderes, dafür die Lymphenbüte geholt. Hat anscheinend funktioniert. Alter, Rainies sind so viel stärker als Fachforellen. So krass, oder? Ich kann einhändig mit dem Scheißding nicht peschern hier, Alter. Nein. Junge! Digga, Colin, du hast sie doch an der Route, Mann. Spaß. Der Drill meines Lebens. Jetzt haben wir alle drei Hauptfischarten eines Forellenbachs, würde ich sagen. Defo, besetzt, ist ja hier nicht heimisch, aber war jetzt ziemlich oft anzutreffen. Barfo und Esche. Ich muss sagen, ist echt eine schöne Refo. Gute Größe, schöne Flossen. Auf jeden Fall ein geiler Fisch. Und jetzt geht's daran, Fischarten zu fangen, die special sind. Mal gucken, was heute noch so kommt. Ich denke, es werden auf jeden Fall noch ein paar Forellen kommen. Wir werden hier auch noch ein bisschen nach unten fischen. Aber oben waren echt viele Zyprinien letztes Mal, auch Barsche, Hechte, Huchen. Also es bleibt spannend. Eichhörnchen am Fundzeit. Sagt das der Jäger? Weiß ich nicht. Also, sieht schon verlockend aus, oder? Auf jeden Fall. So, Fisch gespottet. Max Holi hier. Shit, das wird hart. Impact. 3, 2, 8. Schön daneben gebolzt.
Fuß, oder? Ja, du musst schon anhauen. Nein, die hatten wir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, Leute. Ja, die vordere ist ein bisschen größer. Wie die direkt vor unseren Füßen steht. Nee, nicht die. Nimm die. Hallo. Ich sehe die beiden da hinten. Nee, hier bei uns die. Okay, Wilhelm. So, ich probiere hier jetzt unter der Brücke vielleicht mit Glück eine Esche rauszukriegen. Aber Esche haben wir doch schon. Stimmt, aber als ich das letzte Mal an dieser Stelle war, kamen hier auch zwei richtig dicke Dinger raus. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass vielleicht noch eine dasteht. Und ja. Wenn nicht, dann haben wir sie alle schon verangelt. Also Esche sollten wir noch ein bisschen größer einkriegen. Diese Brücke ist absolut top. Do it. Do your best. Top, Willi. Willi, du bist eine Legend. Willi wirklich einzigartig gut. Max, da kann ich Fliegen fischen. Komm. Oh. Die ist richtig gucken gekommen, Alter. Ja. Das ist mir gar nicht. Du musst ein Stückchen weiter zum Grund vielleicht noch. Ja, nach dem Wurf 4 Sekunden absinken lassen. Da kam irgendwie keine größere Esche. Entweder es war keine da oder ich habe zu schlecht geangelt. Guckt euch aus. Und schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das Footage sehen würdet, wie ich sie angeworfen habe, dann gibt es nur eine eindeutige Antwort. Nein. Die waren nicht da, meinte ich natürlich. Ja, wir gucken mal weiter. Vielleicht finden wir noch andere Stellen. Esche hochzuschrauben ist auf jeden Fall geil. Und wir wissen, ein Saiblingsspot, da ist auch relativ sicher. Jawoll! Bringt gar nichts für die Challenge. Kein Saibling leider. Yes, kein Saibling. War mir nicht ganz sicher nach dem Biss. Wäre ja auch zu schön gewesen, wäre es ein Saibling. Aber eine schöne Bachforelle auf jeden Fall. Hier, richtig krass, hat den Streamer schön genommen, an der Seite hängt der. Aber das hier oben drauf, weiß nicht, ob man das sehen kann. Das war, ist definitiv ein Vogel gewesen. Der hat da richtig reingehackt auf jeden Fall. Boah, aber hier scheint es gut zu gehen, es scheint ja zu fressen. Boah, läuft. Schön, dass du mich filmst, Colin. Aber ich würde da jetzt sehr gerne hoch. Aber ich liege hier gerade so schön in der Sonne. Hab Max Forelle gefilmt. Schreibt mal in die Kommentare, wie sexy Colin als Meerjungfrau wäre, 1 bis 10. 10 ist sexy. 12. Mindestens 12. Leute, wir brauchen neue Fischarten. So, Willi hat eine dicke Esche drauf. Tolles Ziel. Ist echt eine gute. Nicht verlieren, ey. Ist echt eine richtig gute. Die könnte echt 48 haben. Leute, kann sein, dass wir schon mal ein oder zweimal eine 48er Esche gefangen haben. Nee, das ist die von Felix. Jawohl, Junge. Guckt euch diese geile Esche an, ey. Richtig episch. Nein, immer noch nicht. Hab sie. So, wir sind immer noch bei 3 Fischarten. Max hatte noch einen Döbel, den leider verloren. Aber wir haben unsere Fischart Esche nochmal ordentlich geupgradet, ey. Eine 48er. Oh, ordentlicher Knüppel. Das ist meine Esche, meine Freunde. Ordentlich. Und lebendig ist sie. Gut, jetzt gehen wir zum Auto. Und dann gehen wir hoch zu den Friedfischen. Colin hat gesagt, er macht jetzt Content. Ich bin wieder nur so zu sehen, oder? In diesem Abschnitt. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn man in Colins Videos immer nur den Ausschnitt sieht. Das ist absolut schneller Content. Dazu eine schnelle Brille. Die geht aber deutlich schneller. Ich wünsche euch einen guten Appetit, meine Freunde. Tack. Und danach werden mehr Fischarten gefangen, oder? So in etwa. Gut. Willi, ich hab die Idee.
Die Idee hatte ich auch schon. Leute, wir müssen jetzt zum Auto laufen, eine halbe Stunde. Wir klauen uns so ein Ding und prügeln damit richtig runter. Wir ziehen uns jetzt einfach dieses Teil und fahren zum Auto und bringen es dann wieder zurück und sagen, Probefahrt war schlecht. Ja, du weißt ja gar nicht, ob ich schlecht war. Der sitzt geil aus. Oh, hey. Ihr glaubt es nicht, aber wir haben uns das Laufen einfach gespart. Grüße an den Ehrenmann. Wir haben einen coolen Fliegenfischer getroffen. Der hat einfach Colin mitgenommen zum Auto. Also sein Auto stand hier und er hat Colin zu unserem Auto gebracht und Colin konnte jetzt mit dem Auto herkommen, haben wir uns den Rückweg gerade gespart. Das war wirklich, das hat so viel Leben gesaved. Unfassbar. Und in der Zwischenzeit, wo ich das Auto geholt habe, vierte Fischart. So, more to come. Ein Döbel, Schrägstrich Eitel. Geil. Leute, da ist der Max. Max, was hast du? Das ist so unsere vierte Fischart, wa? Halt ihn hoch, das Vieh. Das Vieh. Es geht ja heute, also die Fische, die wir gefangen haben, waren ja echt alle stattlicher Größe. Aber jetzt. Finally. Ein Döbel. Die vierte Fischart, Max. Die vierte Fischart. Jawohl. Ich habe hier gerade mit Nymphe geangelt. Ich habe gedacht, es wäre eine kleine Esche, die da steht. Wollte aber die Nymphe nicht haben. Einfach mal einen Streamer hingeschmissen. Und es ist keine Esche. Es ist definitiv keine Esche. Es ist ein ganz kleiner, feiner Döbel. Wunderbar. Herrlich. So, der Typ hat uns erzählt, der mich runtergefahren hat. Er hat heute hier einen 43er Barsch gefangen, was natürlich super geil ist an so einem kleinen Bach. Diese Videoproduktion wird durch Cookies unterstützt. Drücken Sie bitte auf Akzeptieren. So Leute, wir haben jetzt Spinnruten. Ach du Scheiße, war echt weird. Ach du Scheiße, war der schlecht, Junge. Den hast du ja irgendwo geklaut, oder? Du hast ihn nee, echt lange gebraucht, safe, oder? Safe, ja, ich hab gebraucht. Gut Leute, Mehrwert, wir haben jetzt Spinnruten. Mehrwert, wir haben gerade jemanden getroffen, der einen 43er Barsch gefangen hat. Mehrwert, wir fangen jetzt einen 40er Barsch. So, nun zum Tackle. Ja, ist eine gute Rolle. Halbfishing. Also, mein Harzfishing mal wieder einen Spot aussucht, der da unten ist. Dazwischen ist nur eine kurze Schlucht. Es ist halt wie zu Hause. Ist doch genauso, oder? Stimmt. Ja, latscht man, guckt auf einmal runter. Oh, hier müssen wir runter. Ja, da unten ist Wasser. Colin. Ja, gut, dass ich das gefilmt habe. Ja, sehr gut. 30 Mal das Bein gebrochen. Die Wartung ist halt viel. So, jetzt gibt es eine Nahaufnahme von Colin beim Laufen. Ein lassiver Gang, würde ich sagen. Wenn wir einfach nur 5 Minuten warten, wird schon irgendwas passieren. Weil Colin macht immer irgendwelche komischen Sachen, unabsichtlich. Leute, seht ihr die schöne Barfo? Ich auch nicht. Ich bin nervös. Max. Wie viel wettet ihr, dass Max diesen Fisch verkackt? Oh. Ja, ich habe einen Zehner gesagt. Das war eine schnelle Nummer. Ja. Digga, die ist ja so daneben geschossen. Ja. Ich hatte sie ja nicht mal drauf, Alter. Ja. Sie steht da noch. Ja. Okay, Willi hat den ersten Barsch. Der Fisch hat Nummer 5 gespottet. Köder ist im Wasser. Da ist er. Oh. Verkackt. Hat ausgespuckt. Nein. Steht aber noch einer. Willst du meinen Köder? Nee, alles gut, da steht noch einer. Aber hat genommen? Ja. Okay, wir hatten Fischart 5 schon drauf. Die nächste Fischart. Auf den kleinen Krebs, eigentlich auf Barsch gefischt. Wir haben gehört, hier gibt es viele Barsche, wisst ihr ja. Aber einfach ein Hecht aus dem Bach gezogen. Also es ist echt alles möglich. Ein schöner auch, Mitte 60 würde ich sagen, ne? Jo. Ultra dick. Das ist eigentlich die Größe. Der kommt natürlich mit. Der frisst hier zu viele Forellen. Aber die nächste Fischart ist ganz geil eigentlich. Dann haben wir jetzt 5, ne? Ja. Refo, Barfo, Esche war Standard. Döbel ist schon cool und Hecht ist jetzt sehr geiler Bonus. Wenn jetzt noch der Barsch kommt, 6, und dann geht's an die Fliehfische, könnte gut werden. Seiten auch noch. Also bin sehr gespannt. Das war jetzt ein echt geiler Bonusfisch. Hat super krass gedrillt, wir hatten nur Fluro drauf. Ich habe überhaupt nicht mit Hecht gerechnet. Habe ich einfach die Bremse aufgemacht. War geil, hat richtig gebockt. Also ich muss sagen, ich liebe auch dieses absolute Bergbachangeln, aber so Mischgewässer sind auch sehr geil. Ja, so Streetfishing auf einmal hier geworden. Ja, also hier ist absolute. Okay, in dem Hintergrund jetzt vielleicht nicht, aber hier sind schon echt Häuser. Ja, das stimmt tatsächlich. Also über Straßen und Ampel. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Auf die Suche nach dem großen Barsch. Alter Max, ich glaube, ich habe die nächste Fischart. Ich glaube es auch. Das ist ein bisschen tricky hier mit den Ästen. Ich glaube, wir cachen erstmal und filmen dann, Leute. Ja.
So Leute, jetzt ist es passiert auf den Krebs, ey. Was ein Riesenteil. Also eigentlich war es schon ein bisschen gecrawlt, muss man ja sagen. Ja, wir haben gesagt, wir fangen jetzt Friedfische. Auf Fliegenrute hatten wir schon eine und jetzt auf Spinnrute auch so ein Ding, Alter. Was ein Klodeckel, Leute. Was ein Klodeckel. Aber ich glaube, ihr habt es gesehen und wenn ich googelt mal Brasse, ihr wisst doch, wie eine Brasse aussieht. Witzig. Ich will sie nicht nochmal anpacken. Ja, 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 doch. Schön in die Kamera halten, okay, mein Lieber. Schön in die Kamera. Ist auch mein Kescher, du Arsch. Geht auch überall so pusteln und so. Ich hier, Leute. Da ist sie. Schon echt ein richtiger Klodeckel. Also das ist ordentlich. Echt großes Ding, du. Ordentlich, ey. Ist die hässlich. Mega. Ja, da war was. Leute, wir haben einfach einen Huchen gesehen. Das war ein Riesenkamel. Tut weh. Dann war weg. Irgendwie zu nah angeworfen oder so. Ja, er hatte einfach, er war nicht im Fressenmodus. Wenn genau. Wenn du den nachts triffst, hast du ihn aber. Unfassbar. Scheiße, das ist ein krankes Tier. So, diese rote Färbung und alles. Krass, oder? Oh Gott. So. Frage ist, was nehme ich hier? Ich bin bei Forellen sowieso immer Fan von irgendwas Schlanken. Das bietet sich an. Der 2,5-Inch Easy-Shiner. Sind das 2,5? Ne, vielleicht sind es auch 3. Weiß ich gerade nicht so genau. Auf jeden Fall 5 cm. Ja, auffällig für Forelle ist meiner Meinung nach sowieso immer der Schlüssel. Und wenn man sich hier diese Packung anguckt, dann sieht man, es ist auch quasi nur Kitech dabei heute. Weil ist meiner Meinung nach werden die zwar super schnell zerlegt, aber es gibt nichts Besseres auf Forelle als diese Gummifische. Da hat jemand schlechte Laune. Wie oft hat jemand die Forelle verkackt? Das ist definitiv. Über locker 10 Sekunden im Drill gerade. Oh. Das ist scheiße, halt. So, es wird dunkler und dunkler. Zeit vergeht. Wir haben jetzt relativ lang auf Sideling probiert. Kam leider nichts. Gehen jetzt nochmal fürs Aufwärts. Oben kommt nochmal ein dickes Wehr. Sorry für meine Stimme übrigens, das fuckt übel ab. Aber ich bin einfach sehr erkältet. Aber trotzdem angegangen. Wie gesagt, wir probieren es jetzt oben noch auf dem Wehr. Vielleicht kommt da noch der Saibling. Und ansonsten haben wir ja eh schon echt viele Fischarten. So, Max hat sich noch eine geholt. Jetzt kein weiterer Artenpunkt. Nee. Aber ich glaube, mit einer solch schönen Forelle. Da sagt man nicht nein. Bin ich auch. Es ist zu dunkel wahrscheinlich schon. Nö, perfekt. Upp. Herrlich. Ordentlich. Glaubst du, wir kriegen noch eine neue Fischart? Boah, ein Barsch, wenn wir uns noch anstrengen. Huchen kriegen wir noch. Hätte ja auch mal ein Saibling sein können hier. Also, ja. Weiß nicht, die haben uns irgendwie im Stich gelassen. Wir haben die überhaupt einen gesehen? Nee. Ich habe auch keinen gesehen. Junge, siehst du, möchte gern gruselig aus. So, gut. So, Wilhelm, das war's. Ja. Schönster Fisch heute war die 48er Esche. Wie viel haben wir denn gefangen? Wie viele Fische hatten? 5, 6. Ja, ist doch eine gute Wir Zahl. Wir haben gefangen ein Hecht, richtig. Eine Bachforelle, richtig. Eine Regenbogenforelle, richtig. Eine Brasse, WTF TikTok, richtig. Eine Esche, richtig. Und ein Döbel. Richtig. Kann man sich nicht beschweren, oder? Also dafür, dass wir an einem Bach sind und nicht an einem See und Fischarten-Challenge machen, muss ich sagen, war das schon ganz gut. Und es waren ja echt gute Fische dabei. Also eine 48er Esche, schon ordentlich. 50er Bachforelle, ordentlich. Mini-Döbel, ordentlich. Ja, hätten wir den Huchen noch bekommen. Das wäre ja völlig geisteskrank gewesen. Ja. Wahnsinn. Folgt den Butchies auf Instagram. Spaß machen eh schon alle. Und ansonsten, ganz wichtig, folgt den auf TikTok. Und dann sehen wir uns bei neuen Abenteuern.